Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem Mal wieder auf diesem Kanal. Und zwar zuerst gesagt spreche ich diese Audio hier nach, weil die, weil der Ton nicht aufgenommen worden ist. So, und zwar gibt's heute natürlich eine neue Car-Tuning-Folge und zwar die Bati 801, die wir bei SSS Super Autos, also San Andreas Sauder und San Andreas Super Autos holen können, und zwar für 15.000, die Bati, und das ist auch das erste Motorrad, was wir tunen. Ich hatte auch in der ersten Folge gesagt, dass natürlich auch Motorräder drankommen werden, die wir tunen. Und auch die, zu den Sachen, die halt auch nochmal 0 Dollar kosten, haben die eigentlich auch einen anderen Preis. Aber bei einigen Leuten und auch bei mir gibt es einige Sachen, die 0 Dollar kosten. Und jetzt bestellen wir uns mal die Pegassi Bati 801. In, keine Ahnung, was machen wir jetzt? Schwarz, würde ich sagen, oder? Ja, schwarz. Ja, komm. Ja, noch schwarz. Und dann in die Nachtclub-Garage B2 ist voll, dann halt in die B3 und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Bati angekommen ist. So, die Bati ist jetzt angekommen, in schwarz wie bestellt, und also das ist ein Modell von, also nachgebaut von Ducati 1089 oder 86 war das, irgendwie sowas, falls es irgendwie so ausgesprochen wird. Also auf jeden Fall eins der besten Motorräder, meiner Meinung nach, in diesem Spiel. Für diesen Preis auf jeden Fall sehr gut, 15.000 GTA-Dollar, das ist auf jeden Fall ein Schnapper für so ein Motorrad. Auch ganz schnell, kann man ganz einfach Wheelies ziehen, ist ein super Motorrad auch. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Machen wir mal einen Soundcheck. Hört sich halt ganz normal an, aber ändert sich vielleicht ein bisschen, wenn wir vom Tuning wiederkommen oder rausfahren. Aber jetzt tun wir erstmal die Bati. So. Also Panzerung natürlich, klatschen wir komplett drauf, Bremsen. Auch Motor machen wir auch mal komplett drauf. Sprengstoff brauchen wir nicht. Hupe? Ich weiß nicht, brauchen wir Hupe? Eigentlich nicht, oder? Teil dem Motorrad so, bei so einem überhaupt nicht. Lichter machen wir mal natürlich dann die Xenon drauf. Dann, das brauchen wir nicht. Nummernschild, gelb auf schwarz. Auch natürlich drauf Lackierung. Weiß nicht, wie Chameleon will, wie wird es hier aussehen? Also das Grün, das passt halt, wenn er nur zu der Hose, aber jetzt nicht wirklich zum Motorrad, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, also ich finde, da passt jetzt nicht wirklich irgendwas drauf. Ich guck mal, ob ich irgendwie so Metallic oder mal matt. Gucken wir mal, was mal matt ist. So, oder passt? Nee, oder? Nicht so. Machen wir mal Metallic. Wird vielleicht so noch rot drauf machen, vielleicht wird das gut aussehen, so ein rot, ja, Turin, rot, ganz normal, glaube ich, will ich hernehmen. Also finde, sieht auf jeden Fall gut aus. Dann nehme ich natürlich als Sekundärfarbe genau dasselbe. Und dann würde ich eventuell den Perleffekt, ja, wo ist er hier? Auch auf ganz normal rot machen. Würde, glaube ich, besser ausschauen. Finde ich persönlich. Ja. Gut, wenn wir es jetzt verkaufen wollen würden, 28.000, würde es sich gar nicht lohnen. Getriebe klatschen wir auch mal komplett drauf. Turbo. Komm, drauf. Und dann die Reifen. Felgentyp. Vorderrad, ja, Serien ist besser. Mal schauen, was hier so alles gibt. Racer, Trackstar. So, ja, die gefallen mir irgendwie, aber schauen wir erstmal durch, was hier sonst noch gibt. Nicht so, finde ich gerade. Also, nicht das Beste jetzt. Also, ja, entweder Racer oder Trackstar. Irgendwie Trackstar sieht gut aus, aber Racer auch. Ich weiß nicht. Racer sind doch, glaubt, dieselben wie ich habe, die Standarddinger nur in schwarz. Oder? Naja, ich würde eigentlich Racer nehmen dann. Ja. Gut. Hinterrad würde ich genauso machen.
ja, Racer nehmen wir. Zack, dann Felgenfarbe, schwarz, ja, definitiv, kommt drauf. Reifenmuster mache ich auch drauf, aber ist auf der anderen Seite, okay. Ja, ist drauf, Chaussee, ja, drauf, klar. Business. Und Reifenqualm. Reifenqualm würde ich auch schwarz machen, bin ich ehrlich. Würde eher passen. Ja, kaufen wir natürlich. Zack, und das war's dann. Also, das war's dann mit dem Party-Tuning. Dann fahren wir mal raus. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hat was. Machen wir mal einen Soundcheck. Also, ist ein bisschen was anders geworden, aber jetzt nicht zu sehr. Also, das war es dann halt auch mit diesem Tuning. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Also, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr vielleicht daran noch so ändern würdet oder sowas, was an eurem Geschmack ist oder ob es ganz gut ist oder nicht gut. Ansonsten, ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal in die anderen Videos reinschauen. Ich habe eine Playlist auf meinem Kanal erstellt und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und ja, habt uns nichts zu sagen. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.